Luis hier, seid ihr noch da? Ich wollte heim, aber Ashley bestand auf einem Abstecher zur Burg. Perfekt, ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Medizin, die das Fortschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Komm zum Burghof, weiter drin. Wir treffen uns dort. Ciao. Alles klar, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 4. Ich sag, dass wir... Schon klar. Wir sollten wohl besser los. Und jetzt geht's in die Burg. Die sehr riesig anscheinend ist. Könnte lustig werden. Ich hab neue Ware auf Lager. Komm, wirf einen Blick drauf. Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Welcome. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Besten Dank. Broken Meine Butterfly. Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das Blacktail, Stingray... Tja, ich muss erstmal Kohle machen. Ich hab das nur die feinste Ware im Angebot, Fremde. Komm jederzeit wieder. Gibt's hier keinen Auftrag? Das sieht nie so nah aus. Oh shit. Was haben die? Nicht so laut. Sieht nicht gut aus. Oh shit. Was ist das? Ein Stiefelmesser. Messer, das bei der Jagd Anwendung findet, ein Massenprodukt, bei dem der Anschaffungspreis im Vordergrund stand, nicht die Haltbarkeit. Ja, nicht so toll, ne? Ah, hier sind die durchgelaufen. Jetzt ist doch alles ganz clear. Spiel ist wie gesagt sehr dunkel. So toll. Da ist einfach nichts drin. Oh. Oh.
Entfern dich! Moment! Da. Wie scheiße kann man nur sein? Alter, ich treffe aber auch nichts, Digga. Komm! Okay. Wow. Ja, das ist wie ein Original. Das gab's ja auch. Das ist so geil. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Aus dem Weg. Oh. So ein Arsch. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wow. Wenn Ashley einen Angriff ausgesetzt, wird sie vorübergehend handlungsunfähig. Wird sie in diesem Zustand erneut angegriffen, stirbt sie. Verletzt? Nein, alles gut. Weg hier, weg hier. Alter, was schluckt denn dieses Viech? Meine ganze Pumpgun schon wieder leer. Das ist so lächerlich einfach nur. Gibt's ja nicht, dass sie genau hier hinschießen. Ist okay? Ja, nichts passiert. Oh. Ashley! Geht's dir gut? Ja. Weg hier, komm. Ashley! Wow. Ich komm halt nicht mal weg, sobald ich sie wiederbelebt hab, schießen sie wieder her. Ja, nichts passiert. Jetzt kommt gleich wieder der nächste Schuss. Ja. Ich glaube, das ist doch so lächerlich. Also, sorry. Jederzeit. Also, so lächerlich einfach nur. Zur Hölle muss ich lang. Sieht nicht gut aus. Gehst du jetzt nirgends so weiter? Ehrlich gesagt gar nicht mehr. Genau wegen des. Geht's dir gut? Ja. Leon, nein! Also sorry, das ist jetzt so eine behinderte Stelle. Digga. Woher soll man wissen, dass man hier hin muss?
so lächerlich einfach nur. Ich glaube, mehr habe ich nicht. Wow, direkt auf mich drauf? Also, sorry, das ist... Also, was sich wirklich in diesem Spiel salzig wird, das ist wirklich der Wahnsinn. Weil es einfach nur behindert lächerlich ist. Es ist unglaublich behindert lächerlich, was sie hier machen. Es ist wirklich unglaublich lächerlich. Was die für eine behinderte Scheiße hier machen. Ashley! Ja, und wer hätte gedacht, Ashley fuckt mich natürlich ab. Danke. Jederzeit. Statt die alte mal. Ja, hier. So behindert. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Kannst du dir nicht ausdenken. Shit! Ja, das hat mich wieder fast komplett getroffen, Digga. Boah, jetzt wäre ich fast runtergegangen. Jetzt wäre ich fast da runtergesprungen und hätte sie nicht mehr retten können. Bro, es ist behindert. Es ist einfach nur behindert. Ist okay? Ja, nichts passiert. Ja, und jetzt ist sie verletzt. Ich bin runtergesprungen. GG. Ich zerstöre hier gleich was. Lass mich nicht allein. Oh, du wirst sterben. Ich kann dagegen nichts machen. Du wirst elendig verrecken, Alter. Okay. Komm. Ist gut. Behinderte Dreckscheiße, Alter. Nicht die Öhmen wegsnipen, die von Sünne. Das ist der andere Hurensohn. Hätte ich immer drauf früher kommen können, ne? Okay, du kannst. Ja. Zu mir. Okay. Ich glaube, es müssen alle sein. Ich habe gedacht, ich muss die Kanone irgendwie ready machen, um die Dinger zu zerstören. Das war mein Gedanke, ja. Digga, was denkst du, wo du bist?
irgendwo ist noch einer. Er schießt auf uns. Nicht übel. Noch einmal. Ashley. Ob's zerstört. Dann kommt der hier Lutscher. Ey, schluckt's einfach, Digga. Gerade ob ich hier irgendwann so ein Emblem sehe. Ich sehe aber keins mehr. Nee. Es fehlt uns nur noch eins. Okay. Das ist außerhalb des Letzten. Ich weiß nicht, ob diese Medaillons auch vorher schon angezeigt werden oder ob die mir erst angezeigt werden, weil wir diese Deluxe-Extra-Schatzkarte da haben. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das sehr gut, dass die angezeigt werden. Hier ist auch noch so ein Teil, ne? Ein Schatz, Aldi. Ein Saphir. Weiter unten. Irgendwo von hier. Ja, da. Oh, das war's. Ansonsten haben wir hier noch Rohstoffe. Die sind, glaube ich, hier drin, ne? Ich finde es immer noch lustig, wie sie immer hinter uns ist. Also ich meine, wir hätten die Dinger auch mit der Kanone zerstören können, wäre aber wahrscheinlich unklug gewesen, weil das waren ja jetzt 4 oder 5 Stück, die auf uns geschossen haben hier. Das heißt, die hätten uns einfach tot penetriert, einen Schuss nach dem anderen. Hä, wo ist denn das, Digga? Aber diesmal gab es gar nicht so einen mutierten Typen. Das einzige Gute an unserem Tod ist, dass wir die Schrotflintenmunition gespart haben. Genau deswegen spielen wir das Spiel erstmal auf Standard durch, um das kennenzulernen. Hey, warte, Leon! Dann kennt man nämlich den Ablauf, da ist es doch. Dann kennt man die Gegner, was man machen muss an bestimmten Stellen, wie jetzt hier zum Beispiel. Und dann kommt man auch viel besser dann durch, wenn man den höheren Schwierigkeitsgrad spielt. So, jetzt geht's erstmal rein in die Burg, Aldi. Es ist doch nicht auch das erste Mal, glaube ich, Salazar aufkreuzen, wow. Der kleine Wichser. Sieh dir das an. Ich meine, es ist alt, aber.
Ich nehme auf jeden Fall nochmal sein Erste-Hilfe-Spray raus. Bisschen Kohle hier nochmal. Ich wusste, auf dich kann ich zählen. Wofür kann ich dich begeistern? Es gibt Dinge, die kann man. All der Tinnef in dem Laden tut der Pappnase von Burgherr auch keinen besseren Gefallen, stimmt's? 30 Spinelle brauchen wir hierfür. Oh, holy shit. Mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Ich hab nur die feinste Ware. Ein hervorragender Deal. Das ist, was ich derzeit habe. Das bekommst du erst, wenn du Platz dafür hast. Ich sehe, du hast ein Auge für sowas. Bei Waffen geht es. Stirb mir da draußen nicht weg. Wurde jetzt das Ding verkauft? So, jetzt nicht dein Ernst, Digga. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Sag Bescheid, wenn du für Platz gesorgt hast. Digga, die frisst noch mehr Platz weg. Diese Waffe verarbeitet. Komm jederzeit wieder. Ja, der hat die scheiß Bolzenwaffe mitverkauft. Ich wollte keine Waffe verkaufen, Digga. Ich muss bald gucken, dass wir irgendwie einen besseren Koffer noch kriegen. Also langsam wird es echt eng mit dem Platz hier. Ich kann mir hier bald nichts mehr neu machen.
Oh. Es ist so dunkel, es fuckt mich ab. Ich würde jetzt mal wegen der Helligkeit gucken. Ja, ist ein bisschen besser. Die Arbeit ruft. So, jetzt ist doch, glaube ich, dass Salazar hier seinen Auftritt haben. Oder war das nicht so? Ja. Herzlich willkommen in meinem Schloss. Welch eine Ehre, Sie endlich kennenzulernen, Mr. Kennedy. Wer zur Hölle bist du? Ich? Oh, bitte, nennen Sie mich Ramon. Lassen Sie mich gleich zum Punkt kommen. Ich möchte, dass Sie mir das Mädchen übergeben. Jetzt. Tja, netter Versuch, Ramon. Aber ihr geht's gut. Bei mir. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Wie nobel. Sie werden jedoch verstehen, dass wir das Mädchen brauchen. Mit ihr als Quelle werden die Vereinigten Staaten und dann die Welt von seiner Gnade erfüllt werden. So der Wille meines Gebieters, des heiligen Lord Sadler. Also, Sie werden gehorchen, ja? Niemals! Du hast sie gehört. Wie bedauerlich. Sorgt dafür, dass sich unser Gast wohlfühlt. Erfüllt seinen Wunsch nach dem Tod. Digga, er sieht genauso scheiße aus wie im Original. Leon? Bleib dicht bei mir. Oh ja. Jetzt geht's aber los hier. Die Wichser hier dürfen jetzt erstmal schön eine Granate tasten. Sag doch wenigstens Bescheid! Aua. Ach, von hinten kommen auch noch welche, nicht schlecht. Pass auf! Einer liegt da. Oh, Senor. Sorry. Bleib liegen, ist besser für dich. Aus dem Weg! Geht's dir gut? Ja, sicher. Auch irgendetwas, um es dann rein zu sticken. Hier rüber. Ja. Ich zähle auf dich. Ah, die macht hier auf. Anderen Weg suchen. Da kommen wir vom Keller aus, glaube ich, dann hier wieder hoch. Das wird wahrscheinlich der Fall sein. So, ja, warte mal. Was haben wir denn hier? Oh ja, das ist einiges, Alter. Sieht aus, als kämen wir hier weiter. Vorsicht!
Es dürfte doch dann auch dieses Viech hier unten in den Kerker kommen. Notiz des Hausmeisters. Ich bin erneut mitten in der Nacht aufgewacht. Wieder waren es diese schrecklichen Geräusche aus dem Keller. Die Nägel, die an den Wänden scharren, die von schmerzerfüllten Stöhnen begleiteten Flüche. Dieser Mann wäre mit seinem Hass in der Lage, die ganze Welt in den Abgrund zu reißen. Früher einmal diente er dem Burgherrn als Folterknecht, wie schon sein Vater und Großvater vor ihm. Es ist eines der weniger ansehnlichen Vermächtnisse der Familie Salazar. Selbst innerhalb seiner Familie war er besonders, er genoss seine Tätigkeit mit ganzem Herzen und er hatte, was es dazu brauchte, das Talent, andere zu foltern. Seine Fähigkeit weckte schnell das Interesse des Burgherrn und als er ihn ins Verlies brachte... Nein, ich kann nicht weiterschreiben, das werde ich nicht, ich will mir nicht die Erinnerung rufen, was dort unten geschah. Mein Geist kann es nicht, es würde mich brechen. Ich wurde angewiesen, mich um ihn zu kümmern. Ich fütterte ihn und kümmerte mich um die Exkrementen, die anfielen. Abend für Abend habe ich diese elende Stimme ertragen. Ich kann nicht mehr, ich habe genug, ich werde keine Nacht länger in dieser Burg erdulden. Morgen werde ich ihr den Rücken kehren, an einen Ort gehen, der weit genug weg ist, dass diese Stimme meine Ohren nicht erreicht. Ach, armer Kerl. Kein schöner Tod. Keiner darf ihn kommen. Oh, eine eiserne Dame. Was war das? Die halten hier unten doch keine Tiere, oder? Das sieht aus, als würden wir jetzt runterfliegen. Was steht hier? Das Licht ist verloren. Anscheinend fliegen wir doch nicht runter. Doch, wir fliegen runter. Ich hab's gewusst. Shit. Den killen, Alter. Oh! Aua. Na, tut schwer, du Hurensohn, ne? Tut weh, du Stück Scheiße, ne? Du Wichser, Alter.
Der steht doch bestimmt wieder auf, oder? Das geht doch jetzt viel zu schnell. Ist jetzt wirklich tot, Alter. Hier unten ist auch ein Schatz, oder? Ne, das ist oben wieder. Du bist's nur. Was war da unten los? Nichts. Aber mit den Tieren lagst du gar nicht so falsch. Kann man so sagen, ja. Alles gut? Ja, geht schon. Ich habe irgendwo wieder so eine aufdrehbare Kastellanen-Puppe. Ah, ja. Ein paar Stück haben wir eh schon verpasst. Ich denke mal, demnächst wird auch der nächste Schießstand wiederkommen. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall hier einen Cut, machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dorthin, haut rein. Euer Voltgamer YouTube. Ciao.